Malcolm the Jester is broken free. He now controls the Kyra Gem, source of all the magic in Kyrandia. Once a favorite of the court, he killed the king and seized the gem. Imprisoned by the royal mystics, Malcolm was held for 18 years. But now the mystic spell has slipped, and vengeful Malcolm enjoys free reign. Trip me? But no. Something special for you, a humorous hex. But I shall give fair warning. Don't jump on that tree. Ooh. So it's gemein. Funny that way, is it not? Oh, so gemein. Dieser böse Malcolm. Fuck. Dear Bryn. Malcolm has broken free. Soon, he will come for me. Please help Brandon. Greetings, Kallik, powerful leader of the Royal Mystics. Did I frighten you? Malcolm, I heard yesterday of your escape, and have expected you before now. Why would I rush? I rule this land. Your puny curse restrains me not. So, slay me now. I have little magic left. I mean to harm you, have no doubt. Now you are stone, yet I leave your eyes. I shed no tears for Kyrandia, but cannot deny you yours. I always love doing that. Grandfather, what happened to you? Jo, hallo meine lieben Freunde, Bastaflex ist zurück mit The Legend of Kyrandia, Book Number One. Und ich werde euch gleich viel dazu erklären, aber die Story muss weitergehen zu diesem Spiel, das ich als junger Teenager, noch nicht mal Teenager, gespielt habe auf meinem Amiga 500. Aber wir haben gesehen, Malcolm the Jester has broken free und der schwirrt jetzt hier in Kyrandia um. Er hat einen Kyra Gem, hat der manipuliert und zerstört hier das Land. Und hat leider unseren Großvater hier. Grandfather, can you hear me? Zu Stein gemacht. Grandfather, can you hear me? Nee, da geht nichts mehr. Und hier, das Lustige an diesem Spiel ist, wir haben hier diese Slots, in denen wir diese Sachen reindroppen können und mehr Platz haben wir nicht. Ist ja auch ein bisschen realistischer. Grandfather saw. Die Säge. Vielleicht können wir ihn raussägen. Can I cut you out? Leider geht das nicht. Was sagt er eigentlich über diesen Garnet? A garnet this big must be very valuable. Hier ist doch die Botschaft. A note. Komm, wir lesen die mal. Hm? Blank, except it has Bryn's name on it. Hm. I'd better go to the temple. Bryn will know what to do. Dann müssen wir zu Bryn gehen. Okay. Können wir hier noch mehr machen? The Mystic Book Club. Nice covers, but lousy reading. I can't take this. He'll need the light. Was? Und hier die Steine? Rocks. Okay, die können wir nicht nehmen. Bryn! Bryn, come quick! Können wir sie sehen von hier? An apple. Wir können hier in diesem Spiel sterben, meine Lieben, und deswegen, wir könnten auch diesen Apfel essen.
Aber meistens, ich glaube, der Apfel kommt noch mal im Spiel vor, aber wir können wirklich uns verlieren in diesem Spiel und deswegen müssen wir extremst aufpassen, was wir hier alles machen. Should I lay Grandfather on the bed? I Ja, don't think was? there's any way to move him. Kannst du ihn nicht moven? Grandfather, can you hear me? Nö, wir können ihn nicht moven. Dann gehen wir doch zu Bryn, wie Brandon gesagt hat. Hä? Brandon? Hä? What? Who said that? Are you Brandon, grandson of Kallik? I am? What are you? We are of the other kingdom. We speak for the land. Why would the land speak to me? We are dying, Brandon. Whoops. Magic spells of an evil intent have upset the balance of nature. Can't you use your magic to fight this evil? Evil exists only in the kingdom of man. The land has no evil, and thus no defense against it. Interessant. But why is this happening now? The magic Kyrogem, symbol of the trust between our kingdoms, has been corrupted. Now, it can no longer protect us. You, Brandon, must oppose on our behalf. What? Why me? You have been chosen, grandson of Kallik. Your destiny was forged before your birth. But I wouldn't know where to start. Let your faith guide you, Brandon. Prepare for your journey. Okay, fuck, wir Wait! würden mit. What about? What happened to my grandfather? Ja, wir werden da einfach an vollendete Tatsachen geschmissen. Gehen wir mal raus. Huh, sieht schön My aus. old sandbox makes a great planter. Nice big sign, but I guess we should have used the boards to make a front door. Ja, hier ist gar keine Tür. Wie schlafen denn die? Gibt's hier keine Winter in Kyrandia? Und was ist das? I'll leave this on. I don't suppose the moths will annoy him now. Ah, das sind Lichter gegen Motten. Gehen wir mal runter hier und erkunden Kyrandia. Sehr schön. Below Brandon's Home. Und wir waren hier oben und ich habe mich immer gefragt, wo ist Brandon? Wo hat er geschlafen? Gehen wir mal hier auf diese Seite. Ich glaube, er hat ja auf diese Seite geguckt, dass er gesagt hat, What Bryn. happened? This willow looks half dead. Sieht nicht schön What's aus this? hier. A big dent? Hier ist irgendetwas drin. Das ist komisch. Ah, hier können wir im Moment leider gar nicht viel machen, sondern wir gehen hier rüber. Ich fand die Musik sehr erfrischend, sehr schön, macht Lust, das Spiel zu spielen. Auf dem Amiga war es wirklich fast eins zu eins dasselbe Spiel. Die Farben waren vielleicht ein bisschen anders, also schon dieselbe, aber Amiga konnte weniger Farben gleichzeitig darstellen. Aber war eine gute Konversion und war auch schnell spielbar, fand ich. Aber ihr werdet sehen, in diesem Spiel muss ich viel speichern. Denn wir können ganz viel falsch machen. This window looks great at night when the temple candles are lit. Sieht wirklich schön aus. That must be Bryn's mother. Also ist hier der Tempel, der er wahrscheinlich von seinem Haus aus gesehen hat. Gehen wir mal rein. Ist das Bryn? Welcome, Brandon. Dann gehen wir sofort zu ihr und geben ihr diese Message. Bryn, Grandfather is hurt. What happened, Brandon? He's been turned to stone. I found a note on his bench. It's marked with your name, but the rest is blank. May I see it? Klar doch. This is an enchanted message. I will remove the spell. Hui. Brandon, you should read this. Dear Bryn, Malcolm has broken free. Soon, he will come for me. Please help Brandon. Direct him toward the amulet. Use the lavender rose to key the spells. Darm and Xanthia should be able to help. Be careful. He'll try to get all of us, Kallik. Scheiße. Amulet?
Lavender Rose, what does this mean? If Malcolm has escaped, he'll use his spiteful magic to destroy Kyrandia. Can't your magic stop him? It will take all that we can gather to match Malcolm. What about Grandfather? I am sorry, Brandon. Noble Kallak can only be saved by defeating Malcolm. What can we do? We are not helpless. Find a lavender rose for me, and I shall create an enchantment to help you. What about... Hurry, Brandon. Each passing minute dilutes our strength. Oh, Lavender Rose, Amulett, was soll das alles bedeuten? Dance of the Mystics. Dance of the Mystics. Xanthia, Dharma, was sind das alles für Leute? I bet this incense burner is why Bryn always smells so good. Ich denke schon. The Kyrandian Royal Chalice. Oh, und was ist denn hier? Ein Schwan? The Ancient Chiropod. Was ist ein Chiropod denn bitte? She wants me to get flowers? Grandfather is a rock. He needs help, not sympathy. Ich fand auch Brandon immer ziemlich cool mit seinen Sprüchen hier. I wonder if that Malcolm made this tree sick. Ich denk schon, ja. Du hast es richtig gesehen, lieber Brandon. Hier können wir leider nichts machen. Und hier seht ihr... Können wir nicht durch. Hier können wir durch und hier können wir durch. Und Pool of Sorrow ist so eine schöne Melodie. Ist auch sehr schön. I bet I can catch a teardrop. Hört euch ein bisschen die Musik an. Von wo kommen diese Tropfen? Got one. Wir haben einen Tropfen gefangen. Also wie wir den in unserem Inventar ablegen, frage ich mich... Aber die Musik müsst ihr einfach hören. Sie ist so schön. Aber hört euch am besten die Original Soundtrack an. Ist wirklich sehr geil. Aber wir müssen ja jetzt gar nicht lange hier verweilen. Ist das schon Herbst? Something strange is happening. Komisch, das Blatt hat sich in einen Peridot verwandelt. Isn't this dimagnopharos silquat oxalate? Naja, oh, absolut. Muss ich jetzt googeln, um das zu wissen. Hier können wir nach unten und hier können wir nach oben. Ich glaube, wir müssen zuerst mal nach oben. Und hier, wir brauchen unbedingt... Hier ist ein Altar. Was ist das für... This altar used to glow with magic. Is it missing a piece? Aber hier sind... Ow. I hope... Smells like a rose to me. Ist das eine Lavender Rose? Ich hoffe doch. Weil das braucht ja Bryn, weil sie uns dann irgendetwas machen wird, ein Zauberspruch. Und was für ein Amulett, das royale, das königliche Amulett, von dem Kalle gesprochen hat. Was hat er da wohl damit gemeint? Ugh, something sticky is oozing out. Und hat wir schon mal gesehen? Das sieht doch genau gleich aus. Vielleicht können wir das hier verwenden. Hey, the teardrop fits. What? Wow. I healed the willow tree. That was amazing, Brandon. Wanna play? I'll show you this marble I found. Sorry. I can't play now, Marith. But let me see that marble. If you want it, you'll have to catch me first. Ja, das machen wir doch schnell mal. Was für eine Marble könnte er haben? Can't you move any faster? I'm not chasing you, Marith. Natürlich, wir verfolgen ihn gar nicht. Over here, Slowpoke. I'm not chasing you. Nö, nö. Der kann ganz schnell... You're following pretty close for someone who's not chasing me. W-
Wo ist er denn jetzt hin? Nicht hier? Hier oben vielleicht? Thought I'd sneak around the other way, huh? Da kann sie mich hochspringen. Branch, I'll catch you. Das ist so gemein. Very funny, Brandon. You can have the marble. I'm not playing with you anymore. Oh, thanks, Merith. Dafür haben wir jetzt... A nice addition to my marble collection. Ja, unbedingt. So, aber jetzt haben wir schon genügend Zeit mit Merith und diesem Spiel verloren. Wir müssen unbedingt zu Bryn, damit sie uns eben diesen Zauber machen kann. Aber immerhin konnten wir mit dem Teardrop of Sorrow, vom Pool of Sorrow, könnten wir diese Trauerweide retten. So. Did you bring the lavender rose, Brandon? Aber klar doch, Bryn, hier. Very good, Brandon. Use the rose wisely, and the royal amulet will be yours. Amulet? In time, it will enable you to wield great power. Wow! Is that for me? In order to obtain the amulet, you must place this rose upon the silver altar. Then you must find Darm. He lives in the Timber Mist Woods. He may be able to help you. Good luck, Brandon, and be careful. Ja, vielen Dank. You must place your silver rose on the silver altar. Okay, danke, dann wissen wir, was zu tun ist. Wir haben ja den Altar gefunden, weil da ist ja... Amulet? What amulet? Ja, was für ein Amulett. Das royale Amulett. Kein geringeres. Ihr werdet schon sehen, manchmal gibt es vor allem in diesem Spiel und vor allem in einer ganz speziellen Sequenz, und da muss ich mir fast eine Karte machen, weil die Sachen immer random sind und man kann das Spiel gar nicht anders machen. Aber wenn wir dort angelangt seid, kann ich euch das zeigen natürlich. Wir werden einfach sterben und sterben und sterben. Anders kann man es nicht machen. Außer man hat 20.000 Mal Glück. Wir müssen zuerst mal... Warte mal, können wir es einfach so rauflegen? Is it broken? Genau, wir müssen zuerst hier die Murmel, die Merit gestohlen hat. Hey, perfect fit. Must be fixed now. Schön. So, jetzt können wir das rauflegen. Ups. Wir haben das Amulett. Wow. That must be the amulet. Hey, this is going to be easy. Ja, sag das nur, es ist viel zu schnell, mein lieber Brandon. Du wirst sehen, es ist nicht easy. Hier waren wir noch gar nicht weiter unten. Und hier ist ein Eingang in eine Höhle. It wasn't my fault. Hier speichere ich das erste Mal ab. Empty Slot, wir gehen hier die Brücke. Denn, wie ihr wisst, wir können viel sterben und wir können versuchen, hier rüber zu laufen. You know, Herman? I think I can make it across. I don't know, Brandon. All that's left is that thin rope. And even that looks like it's about to go. Nonsense! You're not saying I'm clumsy, are you? I am quite agile, Herman. I'm in charge here, and if anything happened to you, I'd get blamed. Komm, wir probieren's. I'm gonna try it, Herman. Wait! At least let me get close, so that if you fall in... Here I go! Ja, es ist leider nicht so nah.
Bis jetzt ist alles gut. Ups. Oh no. Now they'll make me fix the bridge. Zum Glück können wir das Spiel sofort wieder. It wasn't my fault. Nicht deine Fehler? Nee. Wir reden mal mit ihm. The bridge looks ruined, Herman. Huh? Aren't you going to fix it? Sure, but I don't know how. Was, du weißt I nicht, meant wie? To replace the bad planks, but you know how time flies by. I hope nobody important tried to cross. I could lose my job. Can't you just get some new planks and rope? I can get new rope. I just need to cut new planks. But I don't have anything to cut them with. I'll see what I can do. Ja, zum Glück haben wir ja die Säge mitgenommen von unserem Großvater. Geben wir die ihm? That's a pretty old saw. It's the only musical instrument Grandfather knows how to play. Yeah. Well, I guess I'll try to cut some new planks. Thanks, Herman. I hope he doesn't cut his leg off. Sieht auch ein bisschen so schlaksig aus. Da gucken wir mal, wo ist er denn hingelaufen? Da hat er einen Baum. Almost finished? Well, this saw of yours could use a sharpening. It's still gonna take a while to get through this tree. Okay, I'll come back later. Okay, dann lassen wir ihn mal, weil wir wollen ja das noch nicht noch länger herausziehen. Und zum Glück, länger heißt, wir können nur einen Bildschirm nach oben gehen. Ist schon weg. The sawdust smells great. Mm. The sawdust smells great. Dann hat er die Brücke vielleicht schon beendet. Hey, you fixed the bridge, Herman. It's completely safe now. Yeah, it looks definitely rebuilt. Thanks, Brandon. So where's my saw? Well, I didn't know you'd want it back. Sky. But I'll go find it right away. I think he spends too much time in this cave. Ja, die Brücke sieht nicht so extrem gut aus. Hier fehlt ja auch irgendwas. Aber wir können rüber, ohne zu sterben. I'd like to find this Malcolm. How tough could he be? Din, 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 din. Und hier ist auch geile Musik. Hier können wir nicht nach oben. Din, 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 din. Oh, was ist denn hier? Another big sign, but no front door. Hello? Anybody home? Boy, it's dark in here. Darm? Brandywine? Ooh, is this Darm and Brandywine? Darm, are you awake? May I help you? He asked for me. Why would he visit you? What do you want, boy? Are you taking orders for cheese? This is Brandon, you old dolt. You know, Kallik's grandson, the one on a quest to overthrow Malcolm's power. I knew that. So, Branson, you're a dancer. Dancer? I'll need a quill. A what? He's had writer's block for years. Perhaps the crisis has inspired him. Are you saying I scattered papers about just to look busy? Yeah. Hey, could you brush a dragon's teeth? Do I smell cats on your breath? Is it my fault I don't eat nights? Ugh, all sweat and muscle. Mm. And so hard to peel. So can you help me? Bryn thought so. If you'll just stop your dancing, Cramden, and bring me what I asked for. Was? Well, Branson, you still have not given me the quill I need. Ich brauche immer noch ein Quill.
Mit dir können wir nicht sprechen. Das finde ich schade. Hier sagt er nichts zu den Büchern. Schade eigentlich. Hätte man noch machen können. Also jetzt müssen wir eine Quill suchen. Was ist denn das hier? Eine Statue. You'd think there'd be some birds on this. That emerald is really wedged in there. Nice. Hier können wir rüber. Wir gehen mal hier ein bisschen. Oh, ein Vogel. That bird is definitely hurt. How can his wing bend like that? One nut? Must be a small crop this year. Ich glaube, ich versuche das nicht, denn sonst isst er die noch und ich will die unbedingt haben, diese Nuss. There's my initials right on the side there. Cool. I wonder if my green hat is still down there. Was, hast du deinen Hut reingeschmissen? Bum, bum, bum. A beautiful tulip. Smells wonderful. Ich glaube, brauchen wir die? I wonder if there's fish back under the ground. Vielleicht. Quite a flow for such a small spring. Cool. Können wir hier? Ja, wir können hier noch weiter. Weil ich muss. Now why would I want to go into a cave like this? Serpent's Grotto. Wir können mal gucken hier, wie das da innen aussieht. Uh-oh. What the heck is that? Das ist Malcolm. Und die Musik ist geil. So, you're the hero thrown against me. Were there none to test me better? Or do you believe in old Bryn's lies? Perhaps your mother should assist you. My mother is dead, sir. But yours lives. For surely she has dressed you. Be careful, boy. Do not insult a man with knives. Please move aside. I seek the cave. Beware, young fool. My grip may slip. Oops. No bother, sir. You missed the mark. I do not miss, except at will. Können wir okay. Das passiert, wenn man nicht... Genau. Wir sehen uns gleich wieder. Hier, an dieser Stelle. Ich mache schnell eine Pause. Ja, dann probieren wir es nochmal, denn wir können dich mal speichern. Ich habe jetzt im Vorfeld gespeichert. What the heck is that? What the heck is that? Es ist Malcolm. So, you're the hero thrown against me. Were there none to test me better? Or do you believe in old Bryn's lies? Perhaps your mother should assist you. My mother is dead, sir. But yours lives. For surely she has dressed you. Be careful, boy. Do not insult a man with knives. Please move aside. I seek the cave. Beware, young fool. My grip may slip. Wir haben ja jetzt gesehen, was passiert. Wir dürfen ja nicht das Falsche machen, sonst werden wir on purpose. Wir müssen einfach das zurückwerfen, genau. I leave you now and dodge your sorrow, but I may not be nice tomorrow. Now that's scary. Which circus is he from? Freak Circus, würde ich mal so sagen. This is solid ice. Hier können wir leider im Moment nichts machen. Wir müssen weiter suchen, was wir überhaupt machen müssen hier. I don't want to see the gopher that dug this hole. Deadwood Glade. It has to be as big as a dog. Da ist ein Loch. Da müssen wir später zurückkommen. Wir müssen jetzt zuerst mal alles Mögliche suchen. Was ist das? Ein Amethyst. Purple Sparkles. Sehr schön. Die.
hier nach oben gehen. Oh, was ist denn das Schönes? Ein Pinecone. Oh no! Pitch! What the fuck? Hier haben wir ein Saphir. A Corundum Conundrum. Corundum Conundrum, natürlich. Das weiß ich leider gar nicht. Vielleicht kann mir das jemand sagen, was das ist. Und hier haben wir... Don't these usually fall off when they're ripe? Wahrscheinlich sind sie noch nicht ganz reif. Aber wir haben alles, was wir brauchen. Danger. Hier, was die auf einem Baum wachsen, ist schon schön. Wir dürfen das im Moment wirklich nicht essen. Oder versuchen. Beautiful. Was ist denn das? Ein Marmoraltar. Und wir platzieren jetzt mal hier die. Da haben wir wieder ein bisschen Platz in unserem Inventar. A golden dish. Nice work. Nice work. Very professional. Sehr professionell. Ja, das ist cool gemacht, finde ich. Wir müssen jetzt zuerst mal hier nach unten. Oh! I'd love to sit down, but he's taking up the whole bed. Das ist ein Riesenbaum. The oldest tree in Carandia. Komm, wir reden mal mit ihm. Good morning, Nolby. Nice. I'm busy. Go away. Sehr freundlich. Your mumbling distracts me. Please leave and go. I need a quill, sir. Can you direct me? What for? Darm requests it. I am collecting magic to fight Malcolm. I know of Malcolm. He scares the birds. There is one songbird left, but it's hurt and cannot sing. Das stimmt. I'm sorry to hear that, but I still need a quill. If you would harvest, you must sow. Du musst was ernten. Was denn? Eine Feder? Ein Vogelbart. Manchmal ist auch hier ein Vogel. So wie ich das weiß, ich kann mich noch erinnern, da ist manchmal ein Vogel. Und sagt er hier noch was anderes? Looks like Herman fixed this. Geil. Hello? Anybody down there? Und warum ist hier so eine kaputte... Too bad I can't take a quick nap. Ja, kannst du leider nicht machen, wir müssen hier nach unten. I think I'm getting a rash. Was, du bekommst einen Ausschlag, ich nehme an, bei deinen Füßen. Genau, hier muss ich hin. Ich muss diese Löcher nehmen. I hope this is right. Doesn't look like a promising spot to start a new garden. Stimmt. Wow. Did I do that? Gehen wir. Should I soak these seeds overnight before planting? Wahrscheinlich. Wow. Und here goes. Was für ein komischer Baum gibt das? I wonder what sort of fertilizer would be best. Hey, something's happening. Wow! Did I do this? Oh, good morning. Hello. Are you a nut tree or what? If you must know, I am a Pseudobuchia hugiflora. You don't happen to have any manure or a couple of old fish? I'm ravenous. Sorry. That's okay. I'll get my roots going. Hey, Roots, wake up. Time to go to work. I'm starving up here. Aren't you going to give me something? According to the Pseudobuchia manual, I am instructed to... thank you for restoring life to the Deadwood Glade, and to express our appreciation, and so forth and so on, and in token of which, I dust you now. I dust you. Whee! You got it in my nose. War wahrscheinlich das Ziel. I feel different. Am I stronger now or what? I suppose that's up to you. I've done my part, so if you don't mind, I'll get back to my own problems. Come on, Roots. Let's get going. Okay. Ja, wir haben das erste von meinem Amulett bekommen, aber das will ich jetzt nicht gerade verschwenden. Neun Stein in Opal. What a curious combination of colors. Wenn die einfach bei uns so herumliegen würden, einfach so, also nicht, dass man die strahlen muss,
Ich glaube, ich kann mit dem heilen. Und das machen wir jetzt mal. Wing, he'll have to give me a feather, won't he? Vielleicht. Nice, sieht wieder wie neu aus. Oh, die Feder. Sehr geil. Wir haben eine Feder bekommen oder bekommen irgendwann eine Feder, wenn denn die sich bemüht hat, auf den Boden zu kommen. Hope this qualifies as a quill. That tickles. Ja, sehr geil. Oh, da ist auch schon wieder ein Onyx. This is the darkest gem I've ever seen. Onyx, Onyx. Erinnert mich gerade an Pokémon. Bevor wir Darm fragen, ob jetzt das für ein Quill genügt, will ich doch kurz speichern und verabschiede mich für einen kleinen Moment. Und wir sehen uns gleich wieder. Bye!